Oh mein Gott. Sag jetzt, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mann. Ich hab schon letzten Part versucht, mit Electronic Super Joy zu starten. Nein, das ist Super Meat Boy. Merkt ihr das, Nerolo? Super Meat Boy. Galt den Portalen. Das sind Portale. Oh nee. Aha. Think with Portals, meine Freunde. Ja. Komm schon. Also wenn das jetzt keine Rekordzeit war, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja. Okay. Schon seltsam irgendwie. Nein! Und da sind wieder meine lieben, lieben orangen Volleybälle. Ach man, ist das nervig. Einmal hier rauf, bitte. Ich hasse diese Dinger, ne? Nein! Oh, ich hatte nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Boah, ohne Scheiße, diese Bälle sind das wohl schlimmste Gameplay-Element, was dieses Spiel zu bieten hat. Bis jetzt. Aber weil ich das gesagt habe, wird mir das Spiel noch das Gegenteil beweisen. Geh doch da rauf! In der Spielbeschreibung stand nicht, dass man Asiate sein muss. Immer weiter rein, Leute. Aber halt nicht immer weiter drüber. Hab ich gut gemacht. Jetzt nochmal bitte mit Schlüssel einsammeln. Danke. Oh, du oranger Ball der Hölle, ne? Scheiß mal auf einen Dreizack die ganze Zeit in den Arsch gerammt zu bekommen. Wenn du in der Hölle bist, wirst du einfach nur von diesen Bällen penetriert. Und das wird die schlimmste Qual, die dir jemals hätte unterkommen können. Guckt euch die seelenlosen Augen von Meat Boy an. Der hat doch auch schon jeglichen Lebenswillen verloren. Das Element der Portale ist hier total wichtig. Wisst ihr, wo ich gern ein Portal hätte? Da. Und da. Boah, wenn ich das jetzt so einmal falsch mache, ne? Danke. Ja. Ich hätte einfach nochmal hüpfen müssen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie drüber geflogen, aber vielleicht auch nicht. Und das alleine wäre es schon wert gewesen, das auszuprobieren. Ach Mann! Du Ball einer Mutter. Ich wette, deine Mutter war ein richtig fetter Medizinball. Bah!
Oh mein Gott! Maria! Aha. Es funktioniert, okay. Ey, das hätte beinahe funktioniert. Okay. So einfach ist das dann doch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber schön. Schön, schöne Frauen. Wer liebt sie nicht, die guten alten Laseraugen? Dürfen auch in keinem guten Jump-Run fehlen. Ach, ich muss danach auch nochmal zurück, oder was? Oh, come on! Ach man, ich bin aber auch blöd. Ich muss das nur noch einmal hinbekommen und dann noch einmal Spiegelverkehr. Okay, extra Runde drehen. Ach du Scheiße! Das war dumm. Ja, gut. Aber machbar. Okay, ich muss ab einer etwas tieferen Höhe wegspringen. Wer kennt sie nicht? Die gute alte tiefere Höhe. Oh, fuck you. Ja gut, extra Runde. Nee. Come on! Thank you very much for traveling with Deutsche Bahn! Okay, die Bandage hole ich offscreen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sorry, sorry Leute, aber das wollt ihr doch selber nicht. Oh mein Gott, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, nein, nein. Werd ich knatschig. Hört aber auf, Mann. What? Ich darf nicht direkt zu dem Block dahin springen, also zu dem da, sondern ich muss erst gegen die Wand springen und dann nach links. Wie im echten Leben halt. Da muss man auch immer erst gegen die Wand springen und dann nach links. Merkt euch das. Ihr wisst nicht, wo ihr lang müsst. Gegen die Wand und dann nach links. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Hä? Ist hier eine Warp Zone? Krasser Shit. Dann halt so. Level abgeschlossen. Was ist
Das. Hätte ich eine Facecam, würde dir sagen, Mund zu, es zieht. Total normal, was hier abgeht. Warte, dafür nehme ich meinen guten alten Freund die Kopfkrabbe. Warte, so lang laufen, festhalten, zurückrennen. Nee. Oder ist das mit Meat Boy doch besser, weil der schneller ist? Problem ist, das linke Auge, das dreht sich zwar theoretisch langsamer, aber hat den größeren Wenderadius, weil der Strahl mich auf einem viel, viel längeren Strich trifft. Ist das irgendwie logisch? Ich meine ja. Also es ist logisch, aber so wie ich es erkläre, wahrscheinlich nicht. Aber die Lösung ist die, ich muss hier gegen springen, muss dagegen springen, sterben. Nein, ich meine... Gibt viel gegen, mach so, geh erstmal nach unten in den Keller. Seht ihr, was ich. Und da muss ich auch noch so eine Scheiße hier aushalten oder was? Nee, fick dich. Das A plus habe ich mir verdient nach 500 Versuchen. Ja, so interessieren mich diese komischen Bälle nicht. Hä? So läuft hier der Hase, okay? Gefällt mir nicht. Hat mir allerdings auch nicht zugefallen. Also ignorieren wir es und tun einfach mal so, als wären wir ein König. Danke. Wir kommen voran, meine Freunde. Wir kommen voran. Sagt er und wurde von schwarzen Miesmuscheln gefressen. Normal halt, ne? Machst du nix. So ist das Leben in der Hood. Was war das jetzt? No fucks vergeben, Junge. Normal halt, ne? Normal halt, ne? Ooh, baby, a triple! Da verstehe ich jetzt nicht ganz das Problem. Fuck you, das war richtig knapp gerade. Ey, jetzt cheatest du aber. Gelatzt.
das hier in Bestzeit zu schaffen, ist irgendwie überhaupt nicht schwer, weil das Level es von einem fordert, schnell zu sein. Hey, warum jumpt der so krass nach vorne? Das verstehe ich nicht. Fühlt man sich ja gleich richtig super Mario-mäßig. Ja, was? Disco Fever, was geht ab? Und jetzt kommt nochmal derselbe Spökes. Überhaupt nicht knapp. Aber das soll's für heute auch gewesen sein. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt ihm also eine positive Bewertung. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich auch über Kritik, jedenfalls. Wir hören uns, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao.